Ich glaube, das ist auch das Problem von vielen Menschen, die es nicht sehen wollen, dass man weiß, was man eigentlich machen kann. Ich habe immer gesagt, ich kann sehr vieles, aber alles nur halb. Gut, und da muss man sich entscheiden, wo man, auch wenn man nur halb das kann, auch ganz ordentlich sich verkaufen kann. Also ich denke nicht an die Rente, ich denke auch nicht ans Aufhören, aber ich könnte ohne Schumanns sofort leben. Herzlich willkommen, mein Name ist Daniel Fürck und bevor wir gleich rüber an den Badresen gehen, möchte ich kurz unseren heutigen Gast vorstellen, Charles Schumann. Er ist die deutsche Barlegende. Jeder, der sich irgendwann mal mit Barkultur oder Cocktails beschäftigt hat, ist über den Namen Charles Schumann gestolpert. Geboren 1941 in der Oberpfalz, hat er sich erstmal mit ganz anderen beruflichen Zielen beschäftigt, bis er dann in den 70er Jahren im Nachtleben und in der Gastronomie gelandet ist. Nach einigen Jahren und beruflichen Stationen in Südfrankreich kehrte er 1973 nach München zurück und lebte seine Leidenschaft für Cocktails aus. 1982 gründete er schließlich die Schumanns American Bar in der Maximilianstraße und machte aus einem recht langweiligen Münchner Nachtleben auf einmal den Hotspot der deutschen Barkultur. Sein 1991 erschienenes Buch American Bar ist sowas wie die Bibel für jeden Barkeeper, und zwar weltweit. Das Buch wurde in 11 Sprachen übersetzt und liegt so ziemlich hinter jedem Tresen einer anspruchsvollen Bar. Anfang der 2000er Jahre eröffnete Schumann eine Tagesbar und zog mit seiner Schumannsbar an den Odeonsplatz, wo sie bis heute sehr erfolgreich von ihm betrieben wird. Für seine Arbeit wurde er unzählige Male ausgezeichnet und ist aus der internationalen Barszene einfach nicht mehr wegzudenken. Ich freue mich sehr darauf, mich mit ihm gleich über Barkultur, über Cocktails, über seine persönlichen Inspirationsquellen zu unterhalten und danke euch, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht düstere Atmosphäre unserer Studiobar. Ja, Charles Schumann, vielen Dank fürs Vorbeikommen. Erstmal freut mich sehr, dass wir Sie hier zu Gast haben. Sie sind ja wirklich, Sie sind eigentlich der perfekte Gast, den ich bei diesem Format immer im Kopf hatte, als ich das Format entwickelt habe. Und deshalb freue ich mich sehr, dass Sie da sind und wir uns so ein bisschen über Barkultur, über Ihre Geschichte auch unterhalten können. Und wir leben ja jetzt gerade in sehr turbulenten Zeiten, gerade auch für die Gastronomie. Sie haben aber immer noch einen wahnsinnigen Antrieb und eine wahnsinnige Energie, die sie jeden Tag aufbringen, die man auch erleben kann, wenn man bei ihnen in einer der Bars ist. Woher nehmen Sie eigentlich diese wahnsinnige Energie? Angeboren vielleicht, aber ich passe auf mich auf. Ich glaube, es ist schon wichtig. Also viele in unserem Beruf passen nicht auf sich auf. Dann ist die Energie weg, weil wenn man nachts arbeitet, also ich habe einen 14- bis 16-Stunden-Tag, da muss man mit sich gut umgehen. Gewisse Dinge kann man nicht machen oder muss sie irgendwann wirklich rechtzeitig einstellen. Sonst ist man nicht in der Lage. Ich bin ein positiver Mensch, der immer sagt, wenn ich nicht mehr hingehen mag, dann ist Schluss, dann gehe ich nicht mehr hin. Also ich gehe jeden Tag schon ziemlich, ich habe gerne in meine Betriebe, Frühstücke in der Tagesbar, rede mit den Jungs ein bisschen, das läuft von selbst, das wäre ein wunderbarer Laden. Oder Kaffee, Laden ist ein schlechter Ausdruck. So schreibt man auch immer Laden in der Zeitung, also das darf man nicht sagen, also das ist eine Beleidigung. Das ist ein wunderbares Kaffee, das von ganz großartigen Menschen gemacht wird. Alle meine Mitarbeiter, die meisten meiner Mitarbeiter arbeiten ihr ganzes Leben bei mir. Also ich kann das auch vermitteln. Herr Cabani hat auch über 20 Jahre oder noch länger bei mir gearbeitet. Ich habe keine Ahnung, wie lange, weiß ich gar nicht mehr. Ich überlege mir immer, wann wir aufgemacht haben, so lange ist es her. Ich weiß nur, dass wir nächstes Jahr 39 Jahre alt werden. Und
Ja, also ich finde schon wichtig. Ich würde natürlich sehr gerne weggehen. Momentan wird es schwierig, man weiß ja nicht, wo man hingehen soll. Ich habe mir immer vorgestellt, dass ich das letzte Drittel meines Lebens anders verbringe und nicht jeden Tag Alltag habe. Aber momentan ist es wirklich ein bisschen schwierig. Und was mir fehlt in diesen Zeiten, ist das Verreisen. Weil gerade beim Verreisen, wenn man weit reist, ich habe ein Büro in Tokio schon länger und da kann ich momentan gar nicht hin. Also da bin ich schon sehr traurig. Und da hole ich mir auch die Ideen und den Antrieb. Also ich hole mir den Antrieb durch Reisen, Menschen kennenlernen, schauen, wie die das machen. Es gibt immer besser es nachzumachen als die anderen. Wenn man schon selbst keine Ideen hat. Also da hole ich mir den Antrieb. Ich hole mir den Antrieb, was natürlich wunderbar ist, dass ich trotz meines Alters noch sehr fit bin. Also ich stehe nicht auf und habe ein Zipperlein und muss erst mal schauen, wie ich wieder zurechtkomme. Habe auch keinen schweren Kopf vom Trinken vom Tag vorher. Und ja, dann steht man das schon auch sehr lange durch, glaube ich. Wenn man Interviews mit Ihnen liest oder auch Ihren letzten Film sich anschaut, dann hat man das Gefühl, dass was Sie auch wirklich antreibt, ist so eine niemals enden wollenden Neugier. Sie arbeiten, glaube ich, immer noch jeden Tag an Ihren Japanisch-Kenntnissen. Ja, das lerne ich nie, glaube ich, wenn ich nicht einmal ein Jahr hingehe. Aber es ist schon, glaube ich, so eine niemals endende Neugier bei Ihnen, oder? Sie wollen einfach immer Dinge verstehen, herausfinden, Neues entdecken. Ja, also ich denke, es gibt nichts Besseres, als wenn man noch sowohl körperlich als geistig fit ist. Und das geht auch nur durch ständiges Training. Also ich mache auch in der Woche 5-mal oder 6-mal Sport, aber nicht so, dass ich da umfalle dabei, sondern dass ich mich gut fühle nachher. Sie haben ja eigentlich, als Sie damals Ihre ersten beruflichen Stationen hatten, das ging ja in eine ganz andere Richtung. Sie waren beim Bundesgrenzschutz, Sie haben fürs Auswärtige Amt eine Ausbildung gemacht. War eine vollkommen andere Richtung als das, was Sie eigentlich heute machen. Dann sind Sie nach Frankreich, zwischendrin waren Sie, glaube ich, noch an der Adria, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, ich weiß selber nicht mehr, wo ich überall war. Nein, es ist so. Also als ich angefangen habe, habe ich natürlich nicht gedacht, dass ich in der Gastronomie hängen bleibe. Das ist auch dadurch bedingt, weil der Schumanns natürlich immer bekannter und berühmter wurde und weil man dann natürlich, das muss man schon sehen, ich glaube, das ist auch das Problem von vielen Menschen, die es nicht sehen wollen, dass man weiß, was man eigentlich machen kann. Ich habe immer gesagt, ich kann sehr vieles, aber alles nur halb. Gut, und da muss man sich entscheiden, wo man, auch wenn man nur halb das kann, auch ganz ordentlich sich verkaufen kann. Gab es irgendwann so diesen Moment, wo Sie gemerkt haben, ja, also das, was ich jetzt mache, eine klassische Bar mit einem Fokus auf gute Drinks, was ja in München zu der Zeit auch überhaupt nicht selbstverständlich war. Gab es irgendwann diesen Moment, wo Sie gemerkt haben, das ist das, wo wir hin müssen oder wo ich hin muss? Nein, also die tägliche Herausforderung ist für mich wirklich, nicht mittelmäßig zu sein. Also mittelmäßig ist, oder wollen wir gar nicht mal sagen mittelmäßig, sondern stehen zu bleiben. Stehen bleiben heißt auch gleichzeitig Stillstand, dann ist man eigentlich schon am Ende. Also wenn man sich nicht jeden Tag herausfordert in unserem Beruf. Natürlich hat sich das alles sehr verändert, also heutzutage, aber es wird sich auch immer verändern. Aber ich sage trotzdem, Klassik, sei wachsam, also pass auf, es war alles schon mal da und versuch dich rumzudoktern. Ne? Und das Recht der Generationen nach mir ist natürlich schon, das anders zu entwickeln, ne? Und anders zu sehen, weil auch das Publikum es anders möchte. Aber man darf trotzdem nicht vergessen, woher das alles kommt und macht. Und ich glaube, das Schlimmste ist auch, wenn man sich zu ernst nimmt. Was waren denn für Sie damals die wichtigsten Wissensquellen, die Sie überhaupt anzapfen konnten, quasi für das, was, also bevor Sie die eigene Bar aufgemacht haben? Nun gut, ich bin natürlich reingegangen und wollte eigentlich kein Barmann sein. Ne? Also ich wollte schon Drinks machen, aber ich wollte nicht hergehen und
und sagen, jetzt mache ich die beste Bar der Welt. Also das war keine, das war ganz sicher nicht der Grund, warum ich eine Bar gemacht habe. Die Bar habe ich gemacht, weil viele meiner Gäste, ich habe damals in der Harris Bar gearbeitet, keine Ruhe gaben und haben gesagt, ja, jetzt mach doch mal selber was und so weiter. Aber dann hat man das gemacht und ich habe mich mehr oder weniger überreden lassen, was im Nachhinein auch ganz gut ist, weil ich wirklich viele andere Dinge nicht hätte machen können. Ich habe mir immer eingebildet, ich habe dann auch studiert, ich habe jetzt Abitur nachgemacht, ja, alles Mögliche gemacht und habe dann zu studieren angefangen und dann habe ich aber gemerkt, dass ich könnte mein Geld nicht als Journalist verdienen, ganz sicher nicht. Ja, ich glaube, ich kann ganz ordentlich schreiben, aber das wäre sehr mühsam. Ja. Und das müsste ich dann auch richtig lernen. Also das hätte ich mir zugetraut, das zu lernen, habe ich dann aber nicht gemacht. Wir hatten zwar viele Journalisten, in der Harris Bar vor allen Dingen, und in der Schumanns Bar jetzt ist es etwas anders. Haben wir nicht mehr ganz so viele. Und das ist ja auch alles zu groß, aber das hat auch einen Vorteil. Vor Corona haben wir immer geflucht, weil es zu groß ist, ich vor allen Dingen. Und meine Mitarbeiter in Tokio haben auch gesagt, wie kannst du so einen großen Laden machen? Und im Nachhinein kann man natürlich momentan zumindest froh sein, dass wir den Garten haben, dass wir da vorne haben, dass wir einfach genug Platz haben. Also das ist schon wichtig. Und vorher habe ich mir immer gedacht, eine Bar für 10, 15 Leute. Und ist auch sehr anstrengend, ist vielleicht sogar anstrengender, weil man sich da nicht verstecken kann, sondern dann ist man wirklich gefordert, sehr stark gefordert, wenn der Gast gegenüber sitzt und ist schwierig. Ja, ja, also ich wollte eigentlich keine Bar machen, so muss man das wirklich mal sehen. Und wie kam es dann dazu? Wie hat man sich weitergebildet? Zuerst konnten wir gar nichts. Also als ich in der Harris Bar gearbeitet habe, habe ich mit einem Barmann gearbeitet, der eine großartige Ausbildung hatte und der wirklich gut war, der leider wahrscheinlich schon tot ist, weil er zu viel getrunken hat, wie viele dieser Leute in dem Beruf. Und von dem habe ich auch viel gelernt. Seine Stelle habe ich dann übernommen, als es nicht mehr ging, aufgrund seiner Alkoholprobleme. Und da war es erstmal sehr schwierig. Ja. Da war es sehr schwierig, weil die Gäste waren an seine Drinks und an seine Arbeit gewöhnt. Und da kommst du dann, und da nützt dir es auch nicht, wenn du ordentlich aussiehst, ja. Sondern wirst du schon gefordert. Also das war schwierig. Und als wir dann selber aufgemacht haben, waren wir vom ersten Augenblick an so überfordert, dass wir gar nicht darüber nachgedacht haben. Oder ich nicht nachgedacht. Ich war jeden Tag so tot. Das kann man sich gar nicht vorstellen, als wie ich nach der Arbeit fertig war. Was mich dann so ein bisschen eigentlich nicht mal angetrieben hat, sondern haben wir ein Buch gemacht, oder ich habe ein Buch gemacht über Cocktails, weil es nichts gab. Ja? Das hier, das haben wir, es gab genug, aber es gab nichts auf dem Markt. Ja. Also es gab aus den 30er Jahren unheimlich viele Cocktailbücher in Amerika, zu denen hatte man keinen Zugriff. Dann gab es kein Internet und nichts, heute kann man ja alles nachschauen. Ne. Wir wollten natürlich, oder ich wollte immer eine literarische Bar machen. Das hat man dann in dem ersten Buch gesehen, also das Sie hier liegen haben. Diese Bücher heißen Drinks and Stories. Da gibt es auch noch ein Tropical Bar Buch dazu und so weiter. Und das haben wir auch wirklich sehr gut hinbekommen, dass wir da bekannt wurden. Also dieses American, haben Sie das Deutsche oder das Englische? Das ist das Deutsche, ja. Es gibt das auch in Japanisch, es gibt eigentlich in vielen Sprachen. Ich glaub, das hier hat uns richtig berühmt gemacht. Und das war auch oder ist immer noch ein gutes Buch. Viele Leute, also ich glaube, 80% der Barkeeper, die jetzt erfolgreich sind, haben zuerst mit diesem Buch gearbeitet, weltweit. Und das ist natürlich schon ein großer Erfolg. Ich weiß gar nicht, wie wir verkauft haben. Vielleicht eine 500.000, kann ich gar nicht sagen. Dann kam das Whisky-Buch, was der Stefan gemacht hat, noch dazu. Genau. Sowas konnte der Stefan nur machen, weil er einfach wissenschaftlich arbeiten kann. Das hätte ich nie machen können. Ja, und so hat sich Schumanns natürlich dann schon großartig entwickelt und ich denke, es ist
auch nicht wegzudenken, wenn man über Bar und in den letzten 30 Jahren redet. Da wurde unglaublich viel geschaffen. Ja. Sie haben gerade schon übers Reisen gesprochen und auch in Ihrem Schumanns Bargespräche-Film sieht man auch, dass quasi hinter jedem Bartresen gefühlt dieses Buch liegt. Ja, das sehe ich. Also ich bin wirklich, und das macht mich eigentlich schon ein bisschen stolz, dass man das überall kennt, dass man unsere Bar dadurch auch kennt. Ja. Und dadurch hat man natürlich auch viele Neider. Das haben Sie ja gesehen letztes Jahr. Gab es dann diesen Shitstorm von den Damen, wo sie gesagt haben, wie kann man dem überhaupt noch Preise geben, was natürlich so voll blöd ist, ja. Weil ich schon der Meinung bin, nach wie vor, obwohl wir momentan haben eine sehr reizende junge Dame, dass es schon schwierig ist, in einer Bar, noch in einer kleinen Bar, muss man schon speziell sein, wenn man nachts noch arbeiten möchte, ab 12 Uhr. Und wir haben jetzt nach Corona-Zeit, haben wir das erste Mal angefangen, auch zum Schutz von uns, dass wir oft schon um ein oder die letzten Getränke rausgeben. Also wir machen nicht mehr die langen Barstunden. Ne? Sie haben vorhin gerade gesagt, dass Sie gerne reisen würden und Ihnen das auch so ein bisschen fehlt. Was sind denn für Sie momentan die spannendsten Reiseziele, wenn es wirklich um Inspiration für Ihre Arbeit geht? Ja, also ich bin natürlich, weil ich so wirklich tief verbunden bin mit Japan, ist Japan für mich wahnsinnig wichtig, ist natürlich sehr weit weg. Wir haben ein Büro da und arbeiten da ständig. Ich habe jetzt mache ich eine wahnsinnig schöne Teeserie, weil wir ein kleines Teefeld haben in der Nähe von Kagoshima. Und dann eine ganz tolle Frau, die das Büro leitet, die 7 Sprachen perfekt spricht, auch Japanisch. Und die muss man auch ein bisschen unterstützen. Und in Japan ist es natürlich wahnsinnig schwierig mit den vielen kleinen Bars. Ich weiß gar nicht, wie viele da überleben können, weil es gibt ja Gebäude, da sind 5 Bars drin. Und jede Bar hat nur 10 Plätze, wir willst denn da überleben? Frankreich ist mir immer noch sehr nahe, weil es eigentlich meine zweite Sprache, ich habe da studiert und bin jetzt ein paar Tage da gewesen, um nach dem Rechten zu schauen. Das liegt natürlich auf dem Weg, ist aber auch nicht so einfach hinzufahren. Ja, und dann hätte man so Ziele noch, wo man sagt, da muss man mal ein Jahr leben. Und hier, also wenn ich jetzt bestimmen könnte, dann würde ich sagen, ich will ein Jahr auch in einem spanisch sprechenden Land leben, aber in Europa. Mein Englisch ist katastrophal, das könnte man auch mal ein bisschen verbessern. Dann Italienisch, Italien ein halbes Jahr wäre schon gar nicht so schlecht. Also so könnte ich mir das vorstellen, wird aber wahrscheinlich doch nicht mehr der Fall sein. Ja. Wenn Sie über die Beziehung zwischen dem Gast und Ihnen quasi nachdenken oder generell demjenigen, der hinter dem Tresen auch steht, dann, also wenn man mit Kollegen von Ihnen spricht, dann sind Sie da immer schon ein großes Vorbild für viele. Naja, also ich bin jetzt nicht unbedingt das Vorbild. Ich versuche mich jetzt ein bisschen zu verbessern, weil wenn man so lange solange hinter der Bar steht oder mit Menschen arbeitet, dann wird man kein Menschenfreund. Das geht gar nicht. Ja. Man wird kein Menschenfreund. Und das sind dann beide Geschlechter gleich betroffen von meiner Wut manchmal. Wenn man sich einfach, ich denke, wir müssen uns alle besser benehmen, da gehören wir auch dazu. Ja. Dass wir einfach mit den Gästen besser umgehen. Es gibt 2 Gruppen, die ich bevorzuge. Das sind Kinder, wenn die kommen. Da freue ich mich sehr. Und Leute, denen es schlecht geht. Also, und Ausländer. Ausländer ist, finde ich, sind ganz wichtig für uns, weil wenn man so hoch, also da angekommen ist, wo wir eigentlich sind, dann ist schon oft auch sehr viel Arroganz im Spiel. Und das sollte man wirklich vergessen. Das geht gar nicht. Es geht einfach nicht. Und der Gabani und ich, wir haben das in unseren früheren Jahren sehr übertrieben. Ja? Und das sollte man einfach irgendwann mal nicht mehr machen. Also so viel muss man schon dazu lernen, dass man das nicht tun soll. Oder dass das für die Bar nicht gut ist und für einen selber ist auch nicht gut, wenn man immer blöd drauf ist. Aber wie wir in Bayern sagen, das geht nicht. Es gibt natürlich Tage, wenn ich da bin, und jetzt bin ich natürlich sehr viel da, 7 Tage in der Bar, und dann ist es schon manchmal schwierig, nett zu sein.
Gerade durch Corona habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass viele Leute so ein bisschen, ja, generell gereizter sind, generell so ein bisschen angreifbarer sind. Es wird nicht leichter. Ich denke mir auch immer, es wird nicht leichter. Ich sage immer, es ist ein bisschen ruhiger werden, aber es wird nicht leichter, weil man natürlich auch kein Ende der Fahnenstange sieht. Wie ist denn Ihr Eindruck von dem aktuellen Corona-Kurs, auch der Regierung, aber auch der Gesellschaft? Also das kann man nicht sagen, weil wir es eigentlich gar nicht wissen. Ne? Aber ich bin schon der Meinung, dass man aufpassen muss ein bisschen, ne? Und dass man vor allen Dingen auch damit rechnen muss, dass es nicht weg ist. Es ist nicht weg. Ja? Und es gibt viele Leute, die sagen, es gibt es gar nicht. Ja? Naja gut, dazu gehöre ich nicht. Ja? Und in der Gastronomie ist es besonders gefährlich, weil die Leute halt einfach zu nahe sind. Wenn Sie so ein bisschen an die junge nachkommende Generation in Ihrem Berufsbild denken sozusagen, was würden Sie denn einem jungen Talent quasi raten? Wo soll er oder sie anfangen? Was sind die Quellen, wo er lernen kann? Schwierig, weil also ich will niemanden Ratschläge geben. Ja. Weil ich es ja auch ganz anders gemacht habe. Aber ich denke, am meisten kann man wirklich lernen, wenn man wirklich eine Vorstellung hat, was man machen will. Wenn man irgendwo hingeht, wo Leute arbeiten, wo man sagt, so möchte ich mir das vorstellen. Also möchte ich das auch machen. Also wir haben zum Beispiel vor 4 Jahren nochmal, weil ich so Sehnsucht nach Japan ständig habe, oder vor 5, ich weiß es gar nicht, kennen Sie uns ein paar Fleur du Mal? Mhm. Im ersten Stock eine japanische Bar aufgemacht. Ja, da arbeiten schon manchmal richtig gute Leute. Also da kann man schon mal sich hinsetzen und zuschauen, wie man es machen kann. Und ansonsten gibt es so viel Literatur, zu viel Literatur mittlerweile, wie bei der Küche genauso. Also da muss man gut selektieren können. Was zeichnet für Sie eigentlich einen richtig guten Drink aus? Für mich ist das selbstverständlich. Und ich bin ja wirklich der Meinung, klassische Drinks kann man kaum verändern. Spirituosen sind sowieso besser geworden wie früher. Es ist kein Gift mehr, kein richtiges. Zu viel trinken geht gar nicht. Ja. Dann also Koma trinken. Dann ein klassisch guter Drink. Da gibt's genug oder auch nur eine Handvoll, und der zeichnet sich immer durch wenig aus, also durch wenig Zutaten. Wenn man anfängt, da rumzuarbeiten, rumzudoktern an den Drinks, hier noch ein bisschen und da noch ein bisschen, wird er kaum besser. Also ein klassischer Drink, haben wir früher gesagt, stimmt fast immer noch 3 Bestandteile. Also Alkohol, dann was dazugehört noch und dann irgendwas, was vielleicht noch, wenn man es mal in diesem Fall ein bisschen Aroma noch zufügt oder so, alles ist schon gut. Gibt super Drinks. Jetzt habe ich auch mit Stefan so ein bisschen darüber diskutiert, dieser ganze Hype rund um Gin, der die letzten Jahre entstanden ist. Wie ist da Ihre Meinung dazu? Naja gut, also jeder, der eine Destille hat, hat Gin gemacht. Ja? Also der Stefan müsste eigentlich wirklich dagegen angehen, weil er ist schon der Spirituosen. Aber er ist natürlich Papst, aber er ist natürlich auch abhängig davon, von diesen Leuten. Und wenn ich mir so überlege, was die alles auch versucht haben, groß zu machen, finde ich nicht richtig. Wir haben nie für eine Firma gearbeitet. Ich habe, wie gesagt, für meine japanische Whisky-Firma gearbeitet, umsonst, also mich nicht bezahlen lassen. Dafür haben sie mich dann verraten, weil sie Angst hatten, als die Geschichte letztes Jahr kam, dass sie ein paar Flaschen weniger verkaufen. Naja, also der Hype um den Gin, um auf Ihre Frage einzugehen, ist natürlich übertrieben. Aber es gibt schon nicht nur Profiteure, sondern es gibt auch Menschen, die Spirituosen machen, weil es ihre Leidenschaft ist. Gerade wo Sie auch so viel über Japan sprechen, was ich mich immer so ein bisschen frage, gerade in Deutschland, ist, warum wir so ein schwieriges oder quasi gar kein existentes Verhältnis zu Sake zum Beispiel haben. Können naja gut, das brauchen Sie sich nicht fragen, weil wenn man Sake hier groß machen wollte, dann brauchst du erstens mal Leute, die da wirklich Bescheid wissen. Und Sake ist eigentlich
eine Begleitspirituose. Also es ist keine Spirituose, wo man hergeht und säuft sich mit voll. Es gibt auch in Japan niemand, der sich mit Sake voll trinkt. Es gibt natürlich Sake-Bars. Aber da sind dann unglaubliche Experten drin, wo willst du denn die herhaben? Man kann hier auch kein japanisches Restaurant oder sowas machen, es sei denn, man ist Japaner vielleicht. Ja. Es gibt ein paar in Düsseldorf, die ganz gut sind, hier gibt es so gut, ich weiß fast nichts. In Berlin gibt es sicher auch ein paar, aber das sind alles dann Japaner, die das machen und die das hierher tragen. Ja. Das ist genauso, wenn wir zu Sake werden wir nie ein gutes Verhältnis haben. Wobei, ich habe super Sake-Drinks gemacht, ist klar. Aber das sind Drinks, das ist also. Wollte ich gerade sagen, genau. Es gibt ja durchaus auch sehr, sehr leckere Sake. Also wir haben eine Handvoll Sake-Drinks gemacht, die wirklich super sind. Ja. Gibt es denn andere Sachen, wenn Sie so oft in Japan sind? Gibt es andere Sachen, die Sie? Ja, die machen natürlich auch Gin, ist klar. Mhm. Und keinen schlechten. Whisky ist in Japan immer groß gewesen, immer. Das kommt aber, weil sich ein paar Leute in Schottland und in den Whisky-Ländern aufgehalten haben und gelernt haben, wie man das macht. Und nicht nur ein halbes Jahr oder zwei Monate, sondern jahrelang da gearbeitet haben. Also das wirklich gelernt haben. Was in Japan ordentliches Wasser gibt und Getreide auch gibt. Also das ist schon wichtig. Die Voraussetzungen stimmen da und dann kann man es auch machen. Ne? Es gibt ja auch in Deutschland Whisky-Hersteller. Ne? Wie ist denn diese intensive Japan-Beziehung bei Ihnen eigentlich entstanden oder diese Liebe auch zu Japan? Naja, ich arbeite ewig da. Also ich bin aber jetzt nicht der wahnsinnige Japan-Fan, der alles hochjubelt, sondern ich kenne natürlich auch die Schattenseiten Japans und der Japaner, die nicht lustig sind. Aber Sie wollten ja eigentlich auch, habe ich zumindest gelesen, zur Olympiade dort ein bisschen. Ich hätte arbeiten. Gearbeitet mit dem Noma zusammen aus Kopenhagen, also mit dem besten Restaurant der Welt. Die haben eine Zweigstelle in Japan, die ein Freund von mir macht, ein Deutscher. Und wir wollten eine Bar machen. Vielleicht dann nächstes Jahr. Glaube ich, findet nicht statt, die Olympiade, glaube ich nicht. Findet nicht mehr statt. Wie ist denn Ihre Prognose generell für nächstes Jahr, wenn Sie gerade auch an Gastronomie und Veranstaltungen, gerade auch solche großen Dinge denken, wie die Olympia? Also an große Dinge denke ich nicht, sondern ich denke erstmal, dass wir, klar, außer die Kleinen, irgendwie eine Nische finden. Es fangen ja alle Bars jetzt an, was man früher nicht gemacht hat, ein bisschen Essen zu machen. Ich hoffe, dass die Guten vor allen Dingen überleben. Und das hat nichts damit zu tun, ob ich gut bin, sondern es hat damit wirklich was zu tun, ob ich genug Platz habe, ob ich, schwierig. Es werden ein paar Leute nicht mehr funktionieren können. Essen war bei Ihnen ja auch, oder ist immer noch ein großes Thema an den Bars. Sie haben aber immer eine sehr, eigentlich sehr kleine Auswahl an Gerichten, bei denen man sich blind darauf verlassen kann, dass die immer wahnsinnig gut schmecken. Also da kann ich nur eines sagen, bei uns war es immer wichtig, immer, auch schon in der alten Schumannsbar, wir haben nie Leute gebraucht, aber wenn wir Leute gebraucht haben, war für mich ganz wichtig, dass er Koch war. Ich habe immer Köche genommen, weil von denen konnte ich lernen und bin nach wie vor überzeugt davon, dass wenn er im Blickpunkt der Öffentlichkeit stehen will, dass ein Koch schneller ein guter Barkeeper wird, wie ein Barkeeper ein Koch. Also die Barkeeper brauchen sich nicht einbilden, dass sie so schnell Köche werden. Es gab ja auch mal eine Zeit, wo man an der Bar gearbeitet hat, wie in der Küche, die ist wieder verschwunden, Gott sei Dank, ja, weil das braucht keiner. Aber Küche ist ganz wichtig. Also für mich ist Küche viel wichtiger wie Getränke, weil ich esse gerne, liebe viele Produkte. Wir haben ja auch Mittag auf, sowohl in der Tagesbar als auch in der anderen Bar. Und ich bin der Meinung, wir sind sogar zweimal schon bestes Nicht-Sterne-Restaurant in Deutschland geworden, in der Frankfurter. Das weiß noch niemand. Weil Mittag verbessern wir uns ständig. Also Mittag, wir haben jeden Tag eine neue Karte. Und abends ist mir jetzt manchmal ein bisschen
weniger angegangen, versuchen wir aber auch. Also ist ganz wichtig und wenn man natürlich funktioniert, und wir funktionieren sehr gut, dann kann man auch tolle Sachen machen. Und es gibt momentan auch wir haben immer Probleme mit Köchen gehabt, die haben wir Gott sei Dank momentan nicht, weil momentan gibt es viele Köche, die keine Arbeit haben. Der Punkt, den Sie gerade meinten, dass ein Koch schneller ein guter Barkeeper werden kann, liegt das auch ein Stück weit daran, dass er einfach vielleicht ein gelerntes, besseres Verständnis zu den Geschmäckern... So ist es. Barkeeper werden viele Barkeeper, Köche leider jetzt auch, sind auch versaut, aber die geben dann auf durch die vielen Fernsehsendungen, weil sie denken, sie sind schnell ein Superstar. Geht natürlich nicht, wenn der Alltag kommt. Und ein Koch hat natürlich einen sehr, wenn er wirklich die Lehre macht, einen sehr harten Alltag. Und vor allen Dingen hat er ein besseres Verständnis zu allen Dingen, mit denen er arbeitet. Zum Abschluss vielleicht noch eine Frage. Wenn Sie sind ja jetzt auch in einem Alter, wo viele schon daran denken, dass sie jetzt mal irgendwie... Viele sind schon 20 Jahre in Rente. Genau, sie sind davon aber gefühlt, zumindest habe ich den Eindruck, ganz weit geistig entfernt. Also ich glaube, ihnen wäre Rente wahrscheinlich auch ein bisschen langweilig, oder? Ich kriege sogar eine Rente, 300 Euro, weil ich 10 Jahre beim Bund war. Nein, also es wird es für mich nie geben. Und ich hoffe, ich wünsche mir nichts Besonderes. Ich habe ja alles. Gesundheit habe ich auch. Die wünsche ich mir natürlich ganz besonders, dass ich noch lange fit bleibe. Und dann wünsche ich mir wirklich, dass es ganz schnell geht. Weil das Schlimmste wäre für mich wirklich, wenn man so dahin sieht. Also das geht gar nicht. Also ich denke nicht an die Rente, ich denke auch nicht ans Aufhören, aber ich könnte ohne Schumanns sofort leben. Also wenn man wieder reisen könnte, auch mal ein halbes Jahr da bleiben könnte, das wäre für mich großartig und ich würde mich keine Minute langweilen. Haben Sie dann für Ihren Betrieb noch ein Ziel, was Sie gerne mal erreichen würden? Eigentlich haben Sie ja. Also die Tagesbar funktioniert und in der anderen Bar suche ich eine Frau, die das macht. Okay. Weil ich einfach glaube, dass wir zu viele Männer sind und es ist immer schwierig, dann jemanden zu nehmen, der so lange mit uns arbeitet, weil und es geht ja auch nicht, das hat sich ja auch herausgestellt, dass es nicht geht, wenn man mehrere Leute verantwortlich dafür macht. Das werden wir nicht finden. Wir haben es ja auch versucht. Man müsste jemanden finden, der nicht für uns gearbeitet hat, aber der eine richtig gute Ausbildung hat. Ja? Und mein Sohn macht es zum Beispiel nicht. Ja? Der könnte das wirklich machen, meine Mitarbeiter. Aber der hat auch nur ein Jahr bei uns gearbeitet, also kann er es nicht machen. Ja? Und er müsste auch eine richtige Ausbildung machen. Also wie gesagt, ich kann alles schlecht, also ich kann auch ordentlich kochen. Das ist sogar wahrscheinlich, was ich besser kann wie mixen. Aber... Das heißt, wenn uns eine Frau zuhört... Ja, soll ich mal zuhören. Darf aber keine 20 sein. Wir brauchen keine Frau, die 20 ist. Das geht nicht. Muss jemand sein. Und vor allem, ich muss eine internationale Erfahrung haben. Das ist ganz wichtig. Ich spreche auch 6 Sprachen oder wie viel, weiß ich gar nicht, schlecht. Und das ist eine wirklich ganz wichtig für so einen Betrieb, der international so viel Reputation hat, dass man mit allen Leuten reden kann und dass man einfach das Gefühl gibt, das ist nicht eine Boulevardzeitung. Die Abendzeitung hat mich jetzt, und das ist ja wirklich das Allerletzte, geschrieben, ich sei James Schumann. Also wenn man das nach 40 Jahren schreibt, und der Chefredakteur hat sich entschuldigt, dass der das geschrieben hat, erst 2 Jahre bei der Abendzeitung arbeitet. Naja. Haben wir's? Vielen Dank fürs Vorbeikommen. Okay, super. Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt.
Aber vergiss auf keinen Fall, den Abonnieren-Button zu klicken.